Du bist zu spät. Waren wir schon dran? Nein, waren wir nicht. Wie kann ich dann zu spät sein? Weil wir eine Uhrzeit abgemacht haben. Du hast den Weg falsch erklärt. Ja, oder du hast ihn falsch verstanden. Oder wieder mal rechts und links verwechselt. Du ziehst überhaupt nicht in Erwägung, dass du dich geirrt haben könntest, oder? Ehrliche Antwort? Ja. Nö. Sagen Sie, wären Sie hier vorne vielleicht so nett, uns vorzulassen? Wirklich, wenn ich noch 2 Stunden länger mit der Witzfigur da verheiratet bleiben muss, dann drehe ich durch, wirklich. Entschuldigung, ich kenne mich nicht so aus. Ist meine erste Scheidung. Wie läuft denn das hier? Ja, muss man hier eine Nummer ziehen oder wird man einfach so aufgerufen? Gibt's hier Zeitschriften, einen Spiegel oder sowas? Seit wann liest du denn den Spiegel? Hat dir jemand ein Gehirn geschenkt? Wenn dir im Laufe unserer Ehe nicht scheißegal gewesen wäre, wofür ich mich interessiere, dann wäre dir aufgefallen, dass ich den fast jeden Tag lese. Der Spiegel ist ein Wochenmagazin, du Intelligenzzwerg. Na und? Man kann auch täglich etwas lesen, was wöchentlich erscheint, oder? Wissen Sie, Pedanterie gepaart mit Kleingeistigkeit, das ist wirklich das Schlimmste. Also ich würde lieber für den Rest meines Lebens mit Dominique Strauss-Kahn ins Bett gehen, als noch einmal mit ihm. Da kann er ja nur drauf hoffen, dass er bald wieder im Knast sitzt. Da muss er nicht mit so einer verspannten Krampfader wie dir in die Kiste steigen. Sag noch einmal, dass ich verspannt bin. Es ist echt irre. Es ist noch keine 3 Jahre her, dass wir zwei uns zum ersten Mal begegnet sind und wir waren hingerissen voneinander. Fragen Sie mich bitte nicht, wieso. Ich kann mir das heute auch nicht mehr erklären, aber wir haben uns gesehen und waren sofort ineinander verliebt. Das hat nicht eine halbe Sekunde gedauert. Ja, weil es so im Drehbuch stand. Ja, wissen Sie, wir sind Schauspieler. Oder arbeiten zumindest als Schauspieler. Sehr witzig, du Tütensuppenmodel. In jedem Fall haben wir uns bei Dreharbeiten kennengelernt zu einer neuen Fernsehserie, Küss langsam. Ja, wissen Sie, das sollte so eine Mischung sein aus Stirb langsam und Harry und Sally. Könntest du bitte mal aufhören, mir ständig dazwischen zu quatschen? Ja, kann ich. Mache ich aber nicht. So eine Art Romantic-Action-Komödie. Zwar natürlich ein völlig bescheuertes Konzept und ist auch nie gesendet worden. Wissen Sie, die haben also die Pilotfolge mit uns beiden gedreht und super viel Kohle reingesteckt. Ja, so für Stunts und Special Effects. Nur um das Ganze dann schließlich doch wieder im Giftschrank verschwinden zu lassen. Er kommt einfach nicht so gut auf den Bildschirm. Er hat einfach kein Kameragesicht. Was? Kein Kameragesicht? Was soll das denn jetzt? Kein Kameragesicht? Wieso habe ich kein Kameragesicht? Wieso? Was weiß ich? Vielleicht hat Gott jemanden gebraucht, der das Attraktivitätsfeld nach unten abgrenzt. Okay. Ich bin jetzt keine 30. Auch keine 40. Nee, auch nicht mehr. Aber an mir hat es nicht gelegen, dass man diese Serie nie gesendet hat. Meine Aufnahmen waren der Hammer. Ich habe die gesehen. Die Figur, die ich gespielt habe in Küss langsam, das war ein Bulle von der Spezialeinheit. Knallhart, super cool, ein Typ, der auch in der brenzligsten Situation noch Eiswürfel pisst, also quasi ich. Ja? Wissen Sie, die wollten eigentlich, dass Oliver Pocher die Hauptrolle spielt. Aber sogar dem war das zu blöd und der hat abgesagt. Und sie spielte eine smarte Journalistin, die nachts bei Hochtief einbricht. Sie wissen schon, bei diesem Baukonzern, um zu beweisen, dass die in eine riesige Korruptionsaffäre verstrickt sind. Alarm wird ausgelöst. Ich und 70, 80 andere SEK-Leute umstellen das Gebäude. Blaulicht flackert. Hubschrauber kreisen über dem Gelände. Suchscheinwerfer tauchen das Gebäude in taghelles Licht. Und ganz oben, in den Büros der Chefetage, treffe ich sie. Sie sind von der Polizei, oder? Scheiße. Also Ihrer Reaktion entnehme ich, dass Sie die Einbrecherin sind. Wow, Sie sind gut. Ach, wissen Sie, ich mache diesen Job schon etwas länger, da bekommt man ein Gefühl für sowas. Sagen Sie, würde es Ihnen vielleicht etwas ausmachen, wenn ich diese Unterlagen zu den korrupten Machenschaften beim Bau der Hamburger Elbphilharmonie ganz schnell noch an die Spiegelredaktion faxen würde? Oh, das tut mir leid, aber das lassen meine Einsatzregeln leider nicht zu. Ich muss Ihnen jetzt Handschellen anlegen und Sie mit nach unten nehmen.
Oh, wirklich? Ja. Oh, das ist aber ärgerlich. Hm? Üblicherweise machen wir das auf dem Rücken. Ach, echt? Ja. Ups. Entschuldigung. Ihnen sind noch nicht oft Handschellen angelegt worden, oder? Nein, nicht im Stehen. Jetzt bitte für ein sexistischer Scheiß. Nein, nicht im Stehen. Das ist doch Fernsehen für Neandertaler. Oh, Herrgott, noch mal immer dieses mädchenhafte Gehabe. Küss langsam, das sollte Unterhaltungsfernsehen sein. Etwas, was man beim Abendessen schaut oder beim Bügeln. Das muss man doch nicht alles totlabern. Da sagt man sich doch als Schauspieler, komm, jetzt dreh den Quatsch hier zu Ende und dann kassierst du die Kohle und gehst nach Haus und guckst Breaking Bad auf DVD. Nein, wissen Sie, ich weiß, dass ich bestimmten Leuten, Gott, wie nennt man die denn noch? So Leute mit suboptimalen kognitiven Fähigkeiten und einer mangelhaften Sozialkompetenz? Hm? Männern. Dass ich Männern manchmal ganz schön auf die Nerven gehe. Vor allem in unserem Job, beim Theater oder beim Film. Da heißt es eh immer nur, hey Schätzchen, komm, sei einfach nur schön. Was? Halt die Klappe und tu, was man dir sagt. Du hast mal mit Dieter Wedel gedreht? Nein, aber wissen Sie, trotzdem werden wir Frauen doch ständig darauf reduziert, das hübsche Dummchen zu spielen. Also, da der wichtigste Punkt ja jetzt geklärt ist, bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Zu dir oder zu mir? Ich komme, wo Sie wollen, Herr Kommissar. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Der Bulle und die Journalistin haben sich geneckt und schon kurze Zeit später sprechen sie über Sex. Klingt wie eine total an den Haaren herbeigezogene Drehbuchszene, funktioniert aber wirklich, auch im echten Leben, ehrlich. Ich kann Ihnen das versichern, ich habe das ja selber erlebt. Es ist wahr, man kann mit Frauen Spaß haben, ja. Man muss nur ganz genau wissen, wann. Und deshalb habe ich einen Kalender und mache mir Notizen über Ihren Menstruationszyklus. Steht sie kurz vor Ihrem Eisprung oder kurz vor Ihrer Periode? Steckt sie gerade in einer mir wohlgewogenen, östrogengeprägten Phase oder schwappt über ihr gerade eine Welle von Progesteron zusammen? Wie ist der aktuelle Tagesstand von Testosteron, Cortisol, Progesteron und Östrogen? Kann ich heute rumflaxen oder sollte ich lieber die Fresse halten? Klingt kompliziert, ist es auch. Und deshalb gebe ich hier in den unterschiedlichen Menstruationszyklen in meinen Geheimnotizen unterschiedliche Decknamen. In Zyklustag 5 bis 13, wenn sie besonders sanft und kuschelig ist, nenne ich sie Samantha. Leises Sprechen und sanftes Streicheln hilft sehr über diese Tage. Dann gibt es noch die jungfräuliche Rühr-mich-nicht-an-Phase. Und an diesen Tagen nenne ich sie in meinen Geheimnotizen Virginia. Nun... Und dann gibt es noch die Tage mit den hohen Progesteronwerten. Tage, an denen man besser Überstunden macht oder sich unter dem Bett versteckt. An diesen Tagen lautet ihr Deckname Palästina. Machen Sie das mal, das gibt Ihnen ein prima Handwerkszeug, um besser mit Ihrer Frau klarzukommen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass Ihre Frau niemals mitbekommt, dass Sie sie derartig genau beobachten, sonst sind Sie tot. Und noch etwas darf Ihnen niemals und unter keinen Umständen passieren. Sie dürfen sich niemals im Datum irren. Sonst läuft das Ganze so. Also, da der wichtigste Punkt ja jetzt geklärt ist, bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Zu dir oder zu mir? Wie bitte? Sag mal, was ist denn das jetzt bitte für ein bescheuerter Spruch? Zu dir oder zu mir? Du, pass mal auf, wir stehen hier kurz vor unserer Scheidung. Wir versuchen, unsere Beziehung gerade auf eine ernsthafte und erwachsene Ebene zu bringen. Und du kommst jetzt wirklich mit so einem bescheuerten Spruch? Oh zu Gott. Dir oder zu mir? Heute ist gar nicht der 9., oder? Scheiße. Als ob der Herr der Schöpfung gerade immer so über meine Zeit verfügen könnte. Wer ist eigentlich auf diese bescheuerte und absurde Idee gekommen, Männer als die Krone der Schöpfung zu bezeichnen? Oh Gott. Also, Liebesbeziehung im Fernsehen.
sehen immer so viel einfacher aus. Aber möglicherweise liegt das ja auch nur daran, dass diese fiktiven TV-Charaktere viel, viel weniger Zeit haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, natürlich. Vielleicht waren der Bulle und die Journalistin in Küss langsam ja nur deswegen so ein Traumpaar, weil die überhaupt gar keine Zeit hatten, sich miteinander zu streiten. Genau, die hatten nämlich herausgefunden, dass die Baukosten für die Elbphilharmonie, für Stuttgart 21 und für den Berliner Flughafen nur deshalb ins Unermessliche steigen, weil die Baumafia bei diesen Projekten gemeinsame Sache mit den Atomverbrechern macht. In Ermangelung eines Endlagers haben die nämlich unter jedem Neubau in geheimen Tiefgeschossen hochradioaktiven Atommüll versteckt. Ja, kein Wunder, dass der Bulle und die Journalistin mit ganz anderen Dingen zu kämpfen hatten als mit trivialem Beziehungsstress. Hallo? Wir sind wo? Im Visier? Was? 500.000 Euro für diese Mappe mit den brisanten Unterlagen? Oder ein Kopfschuss? Da müsste ich ganz kurz mal mit meiner Frau sprechen. Sie wollen 500.000 Euro für diese Mappe zahlen? Das ist eine Doppelhaushälfte mit Garten. Eine Doppelhaushälfte mit... Oh Mann, du bist so ein Polizist. Wieso trägst du eigentlich keinen Schnauzbart? Hab ich im Handschuhfach. Wir wollen 1 Million. Was? Bist du bescheuert? Hör doch mal, ich höre doch an seiner Stimme, dass da mehr drin ist. Ich höre da gar nichts. Ich höre nur das Durchladegeräusch von einigen Präzisionsgewehren. Psst. Nein, Frauen können Zwischentöne viel besser auswerten und analysieren. Ich weiß, das ist für dich Magie, aber es ist meine weibliche Intuition. Ja? Oh, Sie sind tatsächlich einverstanden. Sie zahlen 1 Million? Siehst du? Und jetzt pass mal auf. Aber 1 Million Dollar. Ja, Dollar. Sie sind einverstanden, ja! Du weißt aber schon, dass Dollar weniger ist als Euro, oder? Was? Ja! Echt? Scheiße, ich dachte, das ist doppelt so viel! Nein, das war früher mal so, als wir noch D-Mark hatten, aber jetzt hast du gerade 300.000 Euro verschenkt. Für dich scheint es Magie zu sein, aber meine männliche Intuition sagt mir, dass die uns jetzt für ziemlich bescheuert halten! Naja. Ja, wir haben nur noch kurz überlegt, ob wir diese Mappe mit den Unterlagen über die größte deutsche Atommüllverschwörung nicht doch lieber der Presse überreichen sollten. Aber ich habe sie dann aufgeklärt über die medizinischen Folgen eines Kopfschusses. Und da dachten wir, hey, 1 Million Dollar für kurz mal die Fresse halten, das ist doch nun wirklich übertariflich gut bezahlt, oder? Also haben wir denen diese Mappe mit den brisanten Unterlagen zurückgegeben und dafür einen Koffer mit 1 Million Dollar kassiert. Wir sind... Millionäre! Nein, sind wir nicht. In Minnesota, Nebraska oder Wyoming vielleicht, aber nicht hier. Oh Mann, aber trotzdem ist es doch eine irre Menge Geld. Ich meine, da können wir doch jetzt vielleicht mal ausgehen und ein Glas Wein trinken. Nein! Das ist der Standardfehler. Wir dürfen jetzt nicht spontan zu viel Geld ausgeben, sonst fangen die Nachbarn an, Fragen zu stellen. Aber was sollen wir denn jetzt mit dem ganzen Geld machen? Ich meine, wir können es doch nicht einfach zur Bank bringen. Knifflige Frage. Hey, ich hab's! Von einem Teil des Geldes kaufen wir uns über eine Offshore-Bank auf Barbados in den internationalen Emissionshandel ein. Ja, und von dem Rest kaufen wir Vorkaufsrechte, Derivate, Zero-Bonds und Null-Coupon-Anleihen. Genau, und dann lassen wir so 2-3 Jahre Gras über die Sache wachsen und investieren das Ganze samt Rendite über die Deutsche Bank in polnische Windkraftanlagen. Ha? Was meinst du? Ich wollte vorschlagen, wir tun es in unserem Fahrradkeller. Oh, du bist ja völlig bescheuert. Wuh, ganz ruhig, kleine Kampfelfe. Ich habe doch einen Aufkleber von der Polizeigewerkschaft an die Fahrradkellertür geklebt. Niemand wird so bescheuert sein und diese Fahrradkellertür aufbrechen. Also, ich gehe jetzt zum Dienst und du tust das Geld in unseren Fahrradkeller. Okay, aber ich brauche die Nummer fürs Vorhängeschloss. 3, 4, 7. Ach, steht in meinem Kalender. Oh. Tja, und nach Dienstschluss komme ich nach Hause und denke, was riecht es hier gut? Als hätte jemand gekocht. Zuerst dachte ich, ich habe einen Schlaganfall und meine Riechrezeptoren sind falsch verschaltet oder ich habe irgendeinen anderen neurologischen Ausfall im Gehirn, weil wer sollte denn hier kochen, wenn ich nicht zu Hause bin? Ich meine, es bricht ja niemand ein und kocht. Und dann sitzt sie da, in diesem atemberaubenden Kleid,
Sie sitzt nicht an ihrem Computer und schreibt, sondern an unserem Esstisch. Und auf dem Tisch, da befinden sich Teller und Gläser und Besteck. Alles schon so fertig hindrapiert wie bei einem, wie nennt man denn das, ein gedeckter Tisch. Und dann essen wir zusammen, sitzend an unserem Esstisch mit einer Tischdecke und Stoffservietten bei Kerzenschein. Und wir trinken Rotwein aus dafür vorgesehenen Gläsern. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich. War deine Schicht sehr anstrengend? Es geht mir gut. Schmeckt es dir? Fantastisch, wirklich. Möchtest du noch ein bisschen Salz? Nee, muss man überhaupt nicht mehr machen. Ist perfekt so, wirklich. Gefällt dir das Kerzenlicht? Es ist so romantisch. Nimmt Samantha die Pille oder benutzt du ein Kondom, wenn du mit ihr schläfst? Oh Gott. Und sowas wie ich will ein Bulle sein? Ich meine, jede Politesse, jeder Praktikant hätte sofort gemerkt, dass übler Ärger in der Luft liegt. Aber mir fällt nichts Ungewöhnliches auf. Meine Frau hat gekocht, überhaupt zum allerersten Mal, seit ich sie kenne. Sie erkundigt sich lächelnd nach meinem Job, den sie abgrundtief hasst. Und mir kommt das alles nicht komisch vor. Gott, wie naiv können Männer sein? Deinem Schweigen entnehme ich, dass du kein Kondom benutzt. Und wie steht es mit Virginia, die Jungfräuliche? Trägt sie eine Schuluniform oder ist sie einfach nur so minderjährig? Traumschatz, es ist nicht so, wie du denkst. Nee, du, vielleicht ist es nicht so, wie du denkst. Palästina! Das klingt nach Leder und dunkler Stimme. Bist du auch sicher, dass sie eine Frau ist? Ich kann ihr unmöglich sagen, dass sie all diese Frauen ist. Ich meine, sie mit einer Affäre zu betrügen oder zwei oder drei Affären, das wäre schon schlimm und sie wäre völlig zu Recht wahnsinnig vor Wut. Aber wenn sie herausbekommt, dass ich mir jahrelang Notizen über ihren Menstruationszyklus gemacht habe, dann wird sie mich töten. Wieder keine Antwort? Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Ja? Gehen wir zum McDivorce oder zum Scheidungsking? McDivorce? Scheidungsking? Du willst eine Drive-In-Scheidung? Ja, natürlich. Das ist doch eine wunderbare neue Erfindung. Das macht doch jeder heutzutage. Da können wir das doch jetzt auch mal nutzen. Hallo? Einmal das Scheidungsmenü, bitte. Scheidung Mann Mann, Scheidung Frau Frau oder Scheidung Frau Mann? Frau Mann! Mit Kindern oder ohne? Ohne Kinder. Welche Gütertrennung? Ja, was gibt es denn? Ja, wir haben hier das 80er-Jahre-Retro-Paket, dann kriegt die Frau automatisch alles. Oder, sag mal, Günther, haben wir noch was aus der saudi-arabischen Aktionswoche da, wo der Mann alles kriegt? Nee, haben wir nicht mehr. Ja, oder 50-50? Ja, gut, dann 50-50, bitte. Mit Streit oder ohne? Willst du Streit? Wie bitte, was? Du musst dich ein bisschen beeilen, hinter uns staut es sich schon. Oh Gott, das ist nur ein Albtraum. Sie möchte mich jetzt für einen kurzen Augenblick in Panik und Verzweiflung stürzen. Aber kurz vor meinem totalen Zusammenbruch wird sie mir noch eine zweite Chance geben. Sagen Sie, kann man die Scheidung denn direkt mitnehmen oder wird die geliefert? Die ist rechtskräftig, sobald einer von Ihnen beiden Ja sagt. Willst du oder soll ich? Also pass auf, was hier in diesem Kalender steht. Ja, das ist... Ja! Dann fangt jetzt bitte vor zu Schalter 2 und zahlen 8,49 Euro. Sie sind jetzt geschieden. Schönen Tag noch. Oh. Puh. Naja. Wie man es auch dreht und wendet, nicht? Irgendwie läuft es doch immer auf Trennung hinaus. Und warum kannst du nicht einfach eine Gebrauchsanweisung geben für Männer und Frauen? Ja, so etwas wie ein Beziehungs-GPS. Achtung! Sie befinden sich in einer emotionalen Sackgasse. Bitte wenden Sie. Natürlich ein Beziehungs-GPS. Eine Sammlung hochbrisanter, aber geheim gehaltener Erkenntnisse aus der Paarforschung mit der Lösung, der ultimativen Lösung aller Mann-Frau-Probleme. Ja, so wie diese Mappe in Kyss langsam. Diese Mappe über die Atommüllverschwörung und die Verstrickung der Baumafia mit den Atomverbrechern. Nur eben zum Thema Beziehungen. Oh, wenn es so eine Mappe gäbe, dann gäbe es auch sicher einige Leute, die eine Veröffentlichung verhindern wollten. Leute, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen, dass Männer und Frauen sich immer weiter bekämpfen. Paartherapeuten. Ja, Anwälte. Natürlich, Herausgeber von Ratgeberliteratur und Frauenzeitschriften. Hersteller von Frustschokolade. Schnapsbrenner.
Eine riesige Koalition von Leuten, die an den permanenten Dauerstreitigkeiten von Männern und Frauen verdienen. Die würden alles tun, um die beiden aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Ja? Wir sind wo? Im Visier? Was? Schon wieder? 1 Million für diese Mappe? Oder ein Kopfschuss? Hallo, ich bin zurzeit nicht da, Sie können mir aber nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Na, das wäre ja ein ganz toller Trick. Die wollen diese Mappe zurückhaben. Die Mappe? Ja, die Mappe, diese hier. Diese elektronische Mappe. Die ist ja wie so ein iPad. Offenbar ja, nur viel größer. Wow, mit Hologramm. Bing. Augmented Reality. Offenbar mit den neuesten Erkenntnissen aus der Paarforschung. Aber wir dürfen denen diese Mappe auf keinen Fall wiedergeben. Überleg doch mal, die werden die Wahrheit einfach wieder wegschließen und der Menschheit für immer vorenthalten. Das hier, das ist doch, als hätten wir das Tagebuch von Jesus Christus in Händen und würden es den Satanisten überreichen oder Al-Qaida oder Sat.1. Ich weiß, dass es ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl sein muss, die Paarbeziehung aller Menschen dieser Welt retten zu können. Aber das Glücksgefühl, den eigenen Arsch zu retten, sollten wir jetzt auch nicht unterschätzen. Aber diese Mappe, ding, pfuh, ist nicht nur ein großer Schritt für einen Großteil der Menschheit, sondern auch ein großer Schritt für dich und mich. Ich fürchte bloß, dass wir Schwierigkeiten haben könnten, diese Texte intellektuell zu durchdringen, wenn unsere Gehirne über die Zimmerdecke verteilt sind. Ich werde die Wahrheit aber nicht noch einmal verkaufen. Oh doch, das wirst du. Ich habe nämlich keinen Bock, kurz vor Aushändigung meiner Scheidungspapiere noch Witwer zu werden. Tut mir leid, aber diesmal machen wir es auf meine Art. Nein, das tut mir nicht. Stopp! Und du musst wirklich mal deine Aggression in den Griff bekommen, weißt du das? Was? Welche Aggression? Das war doch nur gespielt. Jetzt hast du die Mappe kaputt gemacht. Das war überhaupt nicht gespielt. Du warst aggressiv. Bei mir war das gespielt. Bei dir ist das genetisch. Siehst du, da steht's. Der erhöhte Testosteronspiegel bei Männern sorgt für ein gesteigertes Aggressionspotenzial. Wo steht das? Na, da in der Mappe. Jetzt schau doch. Aber was redest du denn da? Diese Mappe, die haben wir uns doch eben nur ausgedacht. Jetzt lenk nicht ab. Wirklich, ich kann mit dir manchmal über die banalsten Dinge reden und plötzlich rastest du aus. Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel? Das kommt dir nur so vor, weil du Zwischentöne nämlich genauso wenig hörst, wie ich das angeblich tue. Ach, welche Zwischentöne? Überlegungen, Gedanken, Männer. Männer haben nämlich zufällig die Angewohnheit, einen Gedanken zu fassen. Bing, bevor sie ihn aussprechen. Frauen hingegen, bing, fassen einen Gedanken erst während des Sprechens. Das kann man auf Aufnahmen aus Kernspintomographen wunderbar sehen. Also ich sehe da gar nichts. Mappe haben wir uns doch nur ausgedacht. Ach so, jetzt auf einmal, ja? Gut, ich meine einen Gedanken fassen und ihn dann aussprechen oder einen Gedanken fassen während des Sprechens. Theoretisch ist das nur ein Unterschied von Millisekunden. Aber praktisch ist das einer der zentralsten Gründe, warum wir alle heute hier sitzen und auf unsere Scheidung warten. Nehmen wir doch einfach mal eine völlig unverdächtig erscheinende Gesprächssituation zwischen ihr und mir. Gute Idee. Wissen Sie, ich wollte nämlich wirklich immer schon mal gern in den Urlaub nach Südafrika, um dort vor der Küste Wale zu sehen, nicht? Ja, und das äußere ich dann ihm gegenüber und er schweigt. Aggressiv. Was? Wie kann man denn aggressiv schweigen? Ich habe keine Ahnung, aber du kannst das. Also, wenn ich schweige. Tust du. Dann schweige ich nur, weil ich darüber nachdenke, ob ich auch mal nach Südafrika möchte oder ob sich mein Wunschreiseziel möglicherweise von dem meiner mir angetrauten Ehefrau unterscheidet, was ja vielleicht eine ganz legitime Frage ist. Ja, natürlich, klar, kein Problem. Dankeschön. Ja. Als Mann denke ich dann aber eben nicht nur, ja, ich möchte auch mal nach Südafrika. Sondern als Mann mache ich mir auch Gedanken darüber, wie wir das wohl finanzieren wollen und wie das wohl am besten in unsere Terminplaner passt. Das heißt, ich schweige nicht, ich denke nur 2 Sekunden nach. Ja, und in dem Moment, da seinem testosterongebremsten Männergehirn endlich der finale Gedankeneinsatzbericht vorliegt... Sagt sie, wir können natürlich auch mal nach Indien, da waren wir auch noch nie. Ja, stimmt doch. Ja, natürlich stimmt das. Aber ich muss jetzt leider feststellen, dass ich mit meiner eben gefundenen Antwort, ja, ich möchte auch nach Südafrika, nicht mehr allzu viel anfangen kann. Denn jetzt geht es ja plötzlich um Indien. Aber gut, okay. Ich meine, wir leben ja in einem freien Land. Wir sind doch alle erwachsen und entspannt. Und deshalb neue, gedankliche Antwort, ja, Indien ist auch okay.
Ergänzt durch den Zusatzgedanken, ich liebe meine Frau so sehr, ich würde sie überall hin begleiten. Nach Südafrika, nach Indien, nach Syrien oder zum Sommerschlussverkauf in die Innenstadt. Scheißegal. Aber das sagst du nicht. Nein, natürlich nicht. Denn plötzlich denke ich, was heißt denn, da waren wir auch noch nie? Na, was soll das schon groß heißen? Da waren wir auch noch nie. Nein, 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 nein. In einem Gespräch zwischen zwei Männern heißt dieses, da waren wir auch noch nie. Einfach nur, da waren wir auch noch nie. Aber in einem Gespräch mit einer Frau kann dieses, da waren wir auch noch nie, auch etwas ganz anderes heißen. Du bist das größte Unglück meines Lebens! Nichts von all dem, was ich mir je erhofft hatte, ist in Erfüllung gegangen. Und das ist deine Schuld! Du bist Idi Amin, Adolf Hitler und Immobilienmakler in einer Person. Wenn ich dich jetzt mit dem Elektromesser zerlege, wird mich kein Gericht der Welt schuldig sprechen! Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht heißt dieses, da waren wir auch noch nie, einfach nur... Da waren wir auch noch nie. Man weiß es nicht. Und da man das als Mann bei einer Frau nie so ganz genau wissen kann, kommen einem noch ein paar weitere panische Gedanken. Habe ich in letzter Zeit irgendetwas falsch gemacht? Habe ich überhaupt je irgendetwas richtig gemacht? Und oh, fahre ich immer noch mit Winterreifen? Oh, Scheiße. Und weil er überhaupt nicht antwortet, sage ich... Ey, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Was? Also manchmal habe ich das Gefühl, egal was ich sage, du bist mit deinem Kopf sowieso gerade wieder bei deinem Auto. Oh Gott, sie kann Gedanken lesen. Ich muss unverdächtige Dinge denken. 2 Liter Milch, 6 Eier, Kartoffeln, Joghurt. Oder machst du den Gedanken eine Einkaufsliste? Oh Gott, gar nichts mehr denken, gar nichts mehr denken. Weißt du, manchmal frage ich mich wirklich, ob du überhaupt mal nachdenkst. Oh, wie ich überhaupt mal nachdenke, Mann! Ich tue doch die ganze Zeit nichts anderes, du verspannte Schwachsinnige! Gut, Sie werden jetzt sagen, so ein Gespräch zwischen Mann und Frau findet doch niemals statt. Das ist doch totaler Quatsch. Okay, dann zeigen wir Ihnen dieses Gespräch jetzt noch einmal ohne die eben mitgesprochenen Gedankentexte des Mannes. Hey, weißt du was? Hm? Ich würde ja wirklich gern mal in den Urlaub nach Südafrika, um dort vor der Küste Wale zu sehen. Mensch, Mensch, du, aber wir könnten ja auch mal nach Indien. Ja, da waren wir auch noch nie. Ey, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Also manchmal habe ich das Gefühl, egal was ich sage, du bist mit deinem Kopf sowieso gerade wieder bei deinem Auto. Oder machst du den Gedanken eine Einkaufsliste? Weißt du, manchmal frage ich mich wirklich, ob du überhaupt mal nachdenkst. Sagen Sie, kennen Sie dieses Pöbellifting? Wenn Männer einen so anschreien, dass einem die Gesichtshaut so nach hinten geschoben wird? Also, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, mal wieder so auszusehen wie 22, ne? Aber dieses Geschrei, das geht einem ja echt auf die Nerven. Und man kommt als Frau ja sowieso überhaupt nicht dagegen an. Und deswegen habe ich mir letztens in so einem Fachgeschäft für Hobbysegler so ein kleines handliches Nebelhorn gekauft. Oh, das ist wunderbar. Weißt du, ich wollte überhaupt nicht in Frage stellen, ob du mal nachdenkst. Du hast mich nur schon wieder mitten im Satz unterbrochen. Weißt du, was ich nämlich eigentlich wirklich sagen wollte, war, manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal nachdenkst darüber, wohin du gern in den Urlaub mit mir fahren möchtest. Weißt du, so gemeinsame Aktivitäten planen und so? Vielleicht kannst du ja mal mit mir zum Ohrenarzt gehen. Ach. Ja, auch das. Hey! Aber mit diesen Inhalten aus dieser Mappe können wir solche Art von Konflikten doch jetzt wunderbar lösen. Ja, wie schade, dass wir sie werden zurückgeben müssen. Was? Nein, das werden wir natürlich nicht tun. Mann, jetzt denk doch mal nach. Mit diesem unglaublichen Erkenntnisschatz könnten wir glücklicher werden als das glücklichste Paar, was es je auf der Welt gab. Wir müssen uns aber entscheiden zwischen dieser Mappe und einem Kopfschuss. Und ich bin lieber reich und lebendig als glücklich und tot.
Warum geht's eigentlich immer nur um Geld und nie um Glück? Es geht ja gar nicht immer nur ums Geld. Aber wer Schmetterlinge im Bauch haben will, der muss auch mal eine Raupe schlucken. Und deshalb machen wir es jetzt genauso, wie ich es sage. Ende der Diskussion. Wir haben uns gegen den Kopfschuss entschieden. Auch wenn er für den einen oder anderen von uns eine intellektuelle Verbesserung darstellen würde. Sehr witzig. Sag ihm, wir wollen 10 Millionen. Was? Bist du bescheuert? 10 Millionen? Also. Ich führe die Verhandlungen. Ja, hallo? Ja? Ja? Ja, ich höre Sie. Ja, ja, Sie können die Mappe wieder haben. Aber hören Sie, wir wollen 10 Millionen... Euro. Ich führe die Verhandlungen. Okay. Aber sag Euro. Es ist nicht meine Verhandlungsführung, wenn du mir dauernd sagst, was ich sagen soll. Also halt jetzt einfach die Klappe! Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, natürlich. Ja, ich höre Sie. Mhm. Ja, Sie können die Mappe wiederhaben. Aber hören Sie, wir wollen 10 Millionen... Tja, was sagst du jetzt, ne? Mann, du weißt ganz genau, dass ich nicht sagen kann, was du sagst, was ich sagen soll. Dann fühle ich mich gegängelt. Außerdem muss es doch auch noch irgendwas Höheres geben als Euro, oder? Ha? Ja, hallo? Ja, ich bin noch da! Ja, Sie können die Mappe haben, aber hören Sie, also wir wollen 10 Millionen... Sag was! Was ist das denn? Was ist es, ein dicker, fetter Mann? Ein dicker, fetter Mann, der frisst und säuft? Ein Bayer oder was? 10 Millionen Bayern? Das ist doch keine Währung! Franken! 10 Millionen Franken! Was? Es ist ein dickes, fettes Monster. Es geht vorwärts, es bewegt sich, es hat Flügel. Ein Monster mit Flügeln. Ein Drache! Drachmen! 10 Millionen Drachmen! Das ist eine Kopfbedeckung, ein Hut, eine Pudelmütze, Krone, 10 Millionen Kronen. Was, ich? Was bin ich? Ich bin eine Ehefrau, ich bin Jennifer, Jen. Yen, 10 Millionen Yen. Was? Stoff? Kleid, Oberschenkel, Schenkel. Schenkel, 10 Millionen Schenkel. Natürlich. Wir wollen 10 Millionen Kilo. Och Mann. 10 Millionen Pfund, ganz genau. Hättest ja was sagen können. Was? Du wolltest, dass ich schweige. Es war dein Wunsch, dass ich nichts sage. Es war mein Wunsch? Ja. Okay, ich wünsche mir, dass du dich splitterfasernackt ausziehst und in einen Piranha-Teich springst. Was? Kopfüber. Würdest du das auch machen? Sag mal, hast du gar keine eigene Meinung oder was? Ja. Kannst du nicht entscheiden, wann du redest und wann nicht? Dann hast du gar kein Selbstwertgefühl oder wie? Manchmal denke ich wirklich, man sollte Gespräche aus Mann-Frau-Beziehung einfach ausklammern. Wirklich, nein, man sollte alles andere genauso zusammen machen wie immer, nur nicht reden. Was meinst du denn jetzt mit alles andere? Naja, alles andere eben. Sex und... so. Sex basiert auf Reden. Nö. Doch, bei einer Frau schon. Bing! Einer Studie zufolge gehört nämlich alles, was 24 Stunden vor dem Geschlechtsakt gesprochen wird, bei einer Frau zum Vorspiel. Was? Ja. Das heißt, um sie rumzukriegen, muss ich schon einen Tag vorher anfangen, sie weich zu quatschen. Wie anstrengend ist das denn? Nein, du musst vorausschauend agieren, wie bei einem Strategiespiel. Call of Duty. Oh, Call of Duty ist doch kein Strategiespiel. Wieso? Ich gehe da rein und töte alles, was sich bewegt. Ist doch eine Strategie. Nein, 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 nein. Es ist viel feiner. Weißt du, eher sowas wie Schach. Ah, wie muss ich der Hengst positionieren, um an die Dame heranzukommen? Ganz genau. Aber im gestreckten Galopp auf die Dame raufspringen, das wird nicht funktionieren. Also beginnt man am besten ganz unverdächtig mit einer kleinen, aber charmanten Plauderei. Gute Idee. Ich meine, man kann ja als Frau schließlich auch nicht ständig die beste Freundin anrufen, nur weil man mal ein inspirierendes Gespräch führen möchte, oder? Was meinst du? Dünnes Eis. Sehr dünnes Eis. Als Mann sollte man niemals etwas Schlechtes über die beste Freundin der Frau sagen. Das gibt einen Krieg. Aber man sollte noch weniger etwas Gutes über die beste Freundin der Frau sagen. Das gibt ein Massaker.
Am besten ignoriert man die beste Freundin der Frau. Dann bekommt man zwar den Vorwurf, ein uncharmanter Ignorant zu sein, aber das ist das Beste, was wir Männer erreichen können. Sag mal, wieso antwortest du denn überhaupt nicht, ha? Nein, klar. Lad sie doch ein, deine beste Freundin. Logisch, ruf sie an. Du, sag mal, was wirst du denn plötzlich so unlocker, hä? Stehst du auf sie? Ach, Quatsch. Na, hast schon immer so ein machohaftes Gockelgehabe, wenn sie da ist. Also bitte, ja, deine beste Freundin, diese... Guck mal, ich kann mir nicht mal ihren Namen merken. Die geht mir total am Arsch vorbei. Wie bitte? Meine beste Freundin ist ja wohl die intelligenteste Frau, die ich kenne. Und nur weil sie nicht in ein billiges, machohaftes Beuteschema passt, heißt es doch noch lange nicht, dass sie keine aufregende Frau ist, du Macho! Also bitte, wenn ich mich für deine beste Freundin interessiere, bin ich ein Macho. Wenn ich sage, sie geht mir am Arsch vorbei, bin ich auch ein Macho. Ja und? Ja, du musst mir auch eine Chance geben, da wieder rauszukommen. Wieso? Bin ich Gott? Oh. Ihr Männer seid halt so konstruiert. Fehlt dir nur, dass du mir wieder erzählst, ich sei immer so verspannt. Es gibt Tage, da ist sie verspannt. Ein Großteil der Ehescheidung ist darauf zurückzuführen, dass die Erwartungshaltung der Ehepartner aneinander völlig unterschiedlich sind. Die Frau hofft, der Mann würde sich ändern. Tut er aber nicht. Der Mann hofft, die Frau würde sich nicht ändern. Tut sie aber. Permanente Veränderung ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil des weiblichen Lebens. Die neurologische Realität einer Frau... Die neurologische Realität einer Frau ist in etwa so stabil wie Küstenwetter. Da wird man in kurzen Hosen aus dem Haus gelockt und schon 5 Minuten später findet man sich zähneklappernd im Regen überrascht von einer Schlechtwetterfront. Es gibt gar kein schlechtes Wetter. Es gibt nur Idioten, die den Regenschirm zu Hause vergessen. Und die fantastische Fähigkeit einer Frau zur permanenten Veränderung macht es ihr viel einfacher, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ja, der medizinische Fachbegriff dafür ist multiple Persönlichkeit. Na und? Ich dachte, du träumst davon, mit mehreren Frauen ins Bett zu gehen. Ja, es wäre nur schön, mit einer einzigen davon nicht verheiratet zu sein. Bist du ja auch gleich nicht mehr. Und außerdem würde dich das doch total überfordern. Zwei Frauen im Bett. Du weißt, was das bedeutet, oder? Die doppelte Anzahl von Frauen im Bett. Na was? Doppelt so viele Haare im Abfluss? Doppelt so viele kalte Füße ruppeln? Doppelt so viele Scheißfilme mit Geigen, Musik und Gesang? Nee, vor allem bedeutet das, dass man nicht einmal abschießt und sich dann zum Einschlafen umdreht. Wow. Da mach dir um die Zweitfrau mal keine Sorgen, ja? Das kriegen mein Kumpel und ich schon ganz gut hin. Dein Kumpel und du. Oh komm, ey, ich lach mich tot, wirklich. Das Einzige, was du in der Hose hast, sind Bügelfalten. Danke. Oh Mann, das war jetzt gemein, oder? Komm, ich hab das nicht so gemeint, okay? Das war jetzt wirklich, dein Penis ist ausreichend. Du brauchst ihn nicht zu entschuldigen. Es geht mir sowieso am Arsch vorbei, was du denkst. Es gibt keine Maschine auf der Welt, die messen kann, wie egal du mir bist. Ich hab schon Dinge zum Recyclinghof gebracht, die mir mehr bedeutet haben als du. Ja, okay, jetzt krieg du dich mal wieder ein. Mann, ey, und ich, Vollidiot, habe eine Rippe gespendet, um so etwas wie ihr auf die Welt zu helfen. Das X-Chromosom, du Bibelexperte, ist laut Genanalysen deutlich älter als das Y-Chromosom. Wenn also wirklich irgendwer irgendwem irgendeine Rippe gespendet hat, dann die Frau dem Mann. Ja. Raider heißt jetzt Twix und Adam heißt jetzt Eva, ist schon klar. Menschen sind zuerst einmal Frauen. Nimmst du zurzeit irgendwelche starken Medikamente, oder was? Alle menschlichen Embryonen sind zuerst einmal weiblich. Erst ab Woche 8 entwickeln etwa die Hälfte aller bis dahin weiblichen Embryonen planmäßige Missbildungen, die sie dann zu Männern machen. Hat sie mich gerade Missgeburt genannt? Die Frau ist das zugrunde liegende Geschlecht, die Basis. Ja, das könnte euch so passen, ja? Wenn es nach euch Frauen ginge, müssten wir Männer im Bus hinten sitzen. Wahrscheinlich sind Frauenparkplätze auch erst der Anfang. Irgendwann gibt es auch Parkbänke nur für Frauen, ganze Parks nur für Frauen, gute Jobs nur für Frauen, ganze Häuser nur für Frauen. Was, du meinst, Frauenhäuser sind ein Privileg? Da verstecken sich Frauen, die von ihren Männern verprügelt werden.
Oh Gott, sie kommen, um die Mappe zu holen! Maschinengewehre feuern! Quietschende Reifen! Über ihnen Hubschrauber! Heranrennende Verfolger! Schüsse von überall! Und sie laufen, laufen um ihr Leben! Vor ihnen ein Pferd! Sie steigt auf das Pferd, zieht ihn hinter sich und galoppiert los. Schüsse! Hubschrauber! Verfolger! Sie galoppieren, galoppieren, galoppieren und das Pferd bremst schließlich ab. Vor ihnen eine Schlucht. Ein riesiger Gesteinsbrocken fällt in die Tiefe. Und fällt, und fällt, und fällt. Und schlägt schließlich am Boden auf. Diese Schlucht ist sehr tief. Sie wendet das Pferd und nimmt Anlauf. Sie springen! Gänse kreuzen ihren Weg. Und schließlich landen sie sicher auf der anderen Seite der Schlucht. Sie steigen ab. Vor ihnen ein italienisches Ausflugscafé. Ah, buonasera, guten Abend. Was kann ich für Sie tun, ne? Ja, hallo, guten Abend. Sagen Sie, könnte ich bitte ganz, ganz schnell ein Stückchen Zucker für mein Pferd hier haben? Ah, tut mir leid, Zucker gibt ihr nur mit einem heißen Getränk. Oh. Okay, dann nehme ich halt ein Cappuccino. Ein Cappuccino für die Signora? Ja, prego, gern. Ein Cappuccino für die Signora. Einen Moment. Haben Sie auch Kaffee Latte? Aber natürlich haben wir Kaffee Latte. Oh, dann hätte ich lieber den. Also kein Cappuccino? Nö. Sondern ein Kaffee Latte? Ja, gern. Ein Kaffee Latte für die Signora, prego. Nee, stopp. Also am allerliebsten hätte ich ja ein Latte Macchiato. Ist ja gar kein Problem. Wir sind ein italienisches Ausflugscafé, ne? Also du möchtest keine Cappuccino, du möchtest keine Kaffee Latte, sondern ein Latte Macchiato, ja, ne? Perfekt, das ist eine großartig. Ein Latte Macchiato für die Signora, prego. Moment, das wollte ich immer schon mal fragen. Wo ist da eigentlich genau der Unterschied? Hä? Das ist ja kein ganzer Satz. Du kannst mich nicht fragen, was ist der Unterschied. Du musst mich fragen, was ist der Unterschied zwischen 1 und 2 oder A und B, sonst kann ich nie beantworten das. Sie sind aber ein ganz schön deutscher Italiener. Scusi? Also die Frage war, ich meine, was ich wissen wollte ist, wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen Cappuccino, Kaffee Latte und Latte Macchiato? Ich meine, das ist doch alles Kaffee mit Milch, oder? Ja, natürlich ist das alles Kaffee mit Milch. Aber ich sage ja auch nicht, du bist ein Wesen mit Nase und Haare. Nein, du bist eine eigene Person, eine eigene Persönlichkeit. Eine sehr eigene Persönlichkeit in diesem Fall, ja? Und so ist es bei den Heißgetränken ganz genauso. Und deshalb ist der Cappuccino ist immer in einer Tasse, ist eine Drittel heiße Espresso, eine Drittel heiße Milch, eine Drittel Milch Schaum. Latte Macchiato ist immer in einem Glas, ist sehr viel heiße Milch Schaum, nur eine Hauche Espresso. Und Kaffee Latte ist immer in einer großen Schale, ist eine Hälfte heiße Milch und die andere Hälfte heiße Kaffee, aber nicht von die Espresso, sondern aus die Filter. Das ist der Unterschied. Wow! Danke. Mann, das ist ja ganz schön kompliziert, nicht? Ja, deshalb ist das auch ein Ausbildungsberuf. Ne? Oh. Ja. Wissen Sie, ich hätte dann gern am liebsten ein Milchkaffee. Einen Milchkaffee? Ja. Aber das ist die Kaffeelatte, habe ich doch gerade erklärt, hä? Ja, ja, ich weiß. Was war das nochmal genau? Kaffee mit Milch! Ja, den nehme ich, das ist toll! Ein Kaffee Latte für die Signora Prego. Sagen Sie, haben Sie auch Mandelmilch? Scusi? Naja, wissen Sie, ich versuche gerade Tierprodukte zu vermeiden. Ich bin jetzt nicht so eine richtig echte Veganerin, aber wenn ich Tierprodukte durch eine pflanzliche Alternative ersetzen kann, dann macht mich das sehr froh. Aber wir haben keine Mandelmilch. Da hat noch nie danach gefragt. Wir haben Sojamilch. Soja? Hä? Sojamilch? Oh, das geht nicht. Das ist so pfiou, Keramik, Porzellana. Hä? Keramik? Muss ich schnell weg. Verstehen Porzellan Sie? Also, weg? Ja. Ah, Flatulenzia. Oh. Ah, scheiße. Da bin ich jetzt ein bisschen hilflos, hä? Weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht kann ich nehmen die Cantuccini-Kekse und kann die Mandeln rausbrechen und die Mandeln so ein bisschen pressen, bis ich habe eine leichte Mandelsud und auf der Basis von diesem Mandelsud, ich kann ihn machen, einen lauwarmen Mandel-Espresso-Kaffee. Oh, das klingt perfekt, das nehme ich. Kann aber ein bisschen dauern. Wir haben es aber gerade wirklich eilig. Wissen Sie was? Ich nehme dann einfach ein Espresso. Ein Espresso? Ja. Schwarz, ohne alles. Na, mit einem Stückchen Zucker. Sicher? Ja. Ganz sicher? Oh ja. Schnell einen Espresso, bevor sie sich anders überlegt. Ein Espresso für die Dame. Danke, Zucker reicht. Sie gibt dem Pferd ein Leckerli, wischt die sapprige Hand an seinem Hemd ab und haut dem Pferd auf den Po. Auf der Flucht funktionieren wir ziemlich gut zusammen, oder? Ja. Weglaufen ist offenbar unser Ding.
Ich vermisse dich manchmal. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Nö. So, dieses Nö gibt Ihnen jetzt vielleicht einen dezenten Hinweis darauf, wessen Schuld es ist, dass wir hin und wieder mal längere Phasen ohne Sex haben. Schuld. Schuld. Allein dieses Wort ist doch schon der totale Abtörner. Dann eben nicht Schuld. Fakt ist, ich hätte gerne Sex, du nicht. Fakt ist, früher hatten wir keinen Sex, jetzt nicht mehr. An mir kann's nicht liegen, ich mache alles genauso wie immer. Das ist ja vielleicht auch genau das Problem. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich noch vor Lust stöhnen soll, wenn du dich 3 Jahre lang auf die gleiche Art und Weise an mir schubberst. Ja, 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 schon klar, ist schon klar, ist alles meine Schuld. Fakt ist, es gibt nur ein begrenztes Repertoire, wie Männer und Frauen miteinander verkehren können. Ach, hör doch auf, das sind doch Grenzen im Kopf. Von vorn, von hinten, französisch aktiv, französisch passiv, griechisch orthodox, zu zweit, zu dritt, mit Masken, mit Stiefeln. Hey, zu dritt waren wir noch nie. Stimmt, was ist eigentlich mit deiner besten Freundin? Ruf die doch mal an. Vergiss es. Eifersüchtig? Nö, die würde sich nur niemals hergeben für dein langweiliges Autisten-Kamasutra. Mein was? 0815 ist keine Sexstellung. Und wieso bedeutet ein Dreier bei dir eigentlich immer gleich automatisch du und 2 Frauen? Was denn sonst? Oh Gott! Er kriegt ja schon die Krise, wenn ein Vibrator im Hause ist. Hey, hey, ich werde jetzt nicht vor all diesen Leuten über Vibratoren sprechen. Wieso denn nicht? Die sind doch nett. Ein Vibrator ist ein Symbol männlichen Versagens. Selbst wenn er am nächsten Morgen wieder im Nachtschrank liegt, so sitzt er doch irgendwie auch mit am Frühstückstisch. Ja, vor sich eine Tasse Kaffee, wird angelächelt von ihr. Na, du kleiner Vibrator, unser Zuhause ist so viel schöner, seit du da bist. Komm, wirklich, wir sind doch hier nun wirklich alle erwachsen und entspannt, oder? Da muss man doch nicht gleich Panik bekommen, nur weil mir das Wort Vibrator fällt. Ich meine, ich wollte ja jetzt hier nicht vormachen, wie man den benutzt, ne? Mach ruhig, dann wird die ganze Aufzeichnung auch von RTL gekauft und die senden das nochmal, ist doch super. Alles, was ich sagen wollte, ist, dass man als Frau mit einem Vibrator schnell, leicht und unkompliziert einen Orgasmus haben kann. Das ist doch herrlich! Ich verstehe bloß nicht, wie man sich als Frau freiwillig so einen Pürierstab kaufen kann, wenn man einen Mann zu Hause hat, dem nichts lieber ist, als seiner Frau ein paar schöne Stunden zu bereiten. Stunden! Ich wäre schon froh über Minuten. Die Wahrheit ist, wenn du noch schneller kommst, dann reisen wir in der Zeit zurück. Ja, Sie lachen. Bing. Der weibliche Orgasmus hat keine Funktion. Was? Sex hat eine biologische Funktion. Es geht um Fortpflanzung. Es geht darum, die weibliche Eizelle zu befruchten. Dafür ist der männliche Orgasmus zwingend notwendig, der weibliche leider nicht. Oh, ach Mensch, du, der Vibrator, der hat dich erschreckt, oder? Du, das muss er gar nicht. Dein Penis ist ausreichend. Darum geht's doch überhaupt gar nicht. Ich sage einfach nur, dass der weibliche Orgasmus von der Natur nicht vorgesehen ist. Er ist ein nicht mehr benötigtes Nebenprodukt der Evolution. Ja, ähnlich wie die Brustwarzen beim Mann. Und ich beschwere mich ja auch nicht drüber, dass ich keine Milch geben kann, oder? Sagen Sie, könnten Sie uns jetzt bitte vorlassen, damit dieses ganze Elend hier endlich mal ein Ende hat? Jetzt tu doch nicht so gequält. Wir Männer sind doch diejenigen, die 5 Jahre früher sterben. Und warum? Weil wir früher aufstehen, die härteren Jobs machen, später ins Bett gehen und uns den Arsch aufreißen für euren Lebensunterhalt, während ihr zu Hause vor dem Fernseher hockt und Schokolade fresst. Ja, und warum? Weil ihr uns den Zugang zum Arbeitsmarkt verweigert. Was? 85% aller Professorenstellen an deutschen Universitäten werden von Männern besetzt. Ja, ja, ja. Vom Schokoladefressen direkt zur Professorenstelle, Frau Schawan. Wovon träumst du denn nachts? Es ist...
Es ist in allen Jobs so, dass Männer über 20% mehr verdienen als Frauen. Aber wenn wir endlich die Frauenquote haben, wird das alles besser. Die Frauenquote! Ich bin 7 Tage im Monat unzurechnungsfähig und kenne mich aus mit Schokolade. Ich würde gerne Vorstandsvorsitzende der Telekom werden. Bist du bescheuert oder was? Ach, und ihr Männer seid qualifizierter? Ich bin Anfang 70, habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, weil ich 1,40 Meter groß bin, habe gerade Air Berlin und die Deutsche Bahn gegen die Wand gefahren. Aber hey, ich bin doch der ideale Mann für den Hauptstadtflughafen. Es gibt nichts, überhaupt nichts, was Männer besser können als Frauen. Und deshalb ist eine 50-50-Beteiligung in allen Bereichen des Lebens eine pure Selbstverständlichkeit. Das möchte ich sehen, wenn im Rettungsboot der Titanic 50% Männer sitzen. Frauen und Kinder zuerst! Nö, wir haben jetzt Gleichberechtigung. Ja, schon klar, so einer bist du. Würdest Frauen und Kinder ertrinken lassen, um dein eigenes miserables kleines Leben zu retten. Nein, aber meine zukünftige Ex-Frau möchte, dass ich das tue. Alles, was ich will, ist ein vernünftig bezahlten Job. Du wirst aber nicht nur die Rosinen bekommen, du Frau. Wer pickt sich denn die Rosinen raus, du Mann? Komisch, ich habe überhaupt gar keine Rosinen gefunden im Kohlebergwerk, im Schlachthof und an der Front. Front. Hör doch auf, Front. Die einzige Front, die ihr Männer aufrechterhalten könnt, ist die Front gegen die Frau. Jede vierte Frau wurde schon mal Opfer sexueller Übergriffe oder vergewaltigt. Das sind 1 Milliarde Opfer. Das ist Krieg. Was? Jede vierte Frau? Wo hast du denn dieses schwachsinnige Zahlenmaterial her? Jede vierte Frau, so ein Scheiß. So, wer hier wurde schon mal vergewaltigt? Niemand. Wer hat schon mal jemand vergewaltigt? Auch keiner. Bitte schön, da siehst du es ja. Sag mal, meinst du, die melden sich jetzt zu grob geschnitzter Vollidiot? Stell dich in den Wald und mach Feuer! Mann, warum lasst ihr Männer uns Frauen nicht mal ran? Wir haben doch für die nächsten 1000 Jahre wirklich, weiß Gott, genug Finanzkrisen und Atomdesaster. Aha, und wer repariert dann deine Waschmaschine? Das ist unsere Waschmaschine und die repariert der Bosch-Kundendienst, du Angeber. Ja, das stimmt. Okay, aber wer zahlt die Rechnung? Na, ich. Und zwar von dem Geld, was ich für deine scheiß Alufelgen auf eBay bekommen habe. Wenn du das machst, werde ich all deine Schuhe in glitzerkleine Stücke. Hey! Wir hätten gesagt, in unserem gemeinsamen Stück kein Wort über Schuhe. Stimmt, das hatten wir gesagt. Aber Fakt ist, bing, ihr Frauen besteht nur zu 60% aus Wasser, wir Männer aber zu 70%. Dafür, bing, haben Frauen mehr Abwehrzellen in ihrem Immunsystem. Das hilft euch aber überhaupt nichts, weil wir Männer, bing, trotzdem 40 Tage weniger krank im Bett liegen. Dafür, bing, weinen Frauen öfter. Ja, aber bing, nur zwischen 19 und 22 Uhr. Ja, weil da ihre Männer nach Hause kommen. Ach. Und was von deiner gebunkerten Schokolade abhaben wollen? Ich bunkere keine Schokolade. Mittlere Schreibtischschublade. Du schnüffelst in meinem Schreibtisch! Bin ich bescheuert an Schreibtischen von Frauen? Die viel aufgeräumter sind als die von Männern. Finden sich viermal so viel Bakterien. Aber die meisten Bakterien finden sich an den Brieftaschen von Männern. Was dich aber nicht daran hindert, das ein oder andere Scheinchen anzunehmen. 70% aller Männer hatten schon mal ein Virus auf dem Rechner, aber nur 30% aller Frauen. Vielleicht sind Frauen einfach zu dämlich zu checken, dass sie ein Virus auf dem Rechner haben. Vielleicht surfen Männer einfach mehr auf virusverseuchten Pornoseiten rum. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass und Männer... Und es gibt ausgesuchte Experten, die exakt das Gegenteil behaupten. Es gibt aber neue, noch unveröffentlichte Studien, du die sagen, Virus! Dass du Bakterie! Du Joghurtbecher, nicht Auswascherin! Du Elchwasen gegen die Wandwerfer! Eva Braun! Adolf Hitler! Sie sieht aus wie eine Elfe. Aber tief in sich drin ist sie ein Pitbull-Terrier. Haben Sie mal so einen Hundekampf gesehen? Das ist echt gruselig, wenn sich zwei Pitbulls ineinander verbeißen. Dann sind ihre Kiefer durch die angespannte Muskulatur wie zugeschraubt. Die können einander gar nicht mehr loslassen, selbst wenn sie wollten. Was? Was, du meinst, Männer und Frauen sind wie Pitbulls auf Diät? Ja, ich meine, er hier vorne auf jeden Fall, oder? Vielleicht ist die Wahrheit ja aber noch viel, viel gruseliger. Vielleicht sind wir alle... etwas noch viel, viel Schlimmeres. Aber was? Panflöten-Peruaner! Wie bitte?
Ja. Weißt du, diese komischen Typen, die da immer in den Fußgängerzonen sitzen mit ihren Ponchos und ihren Panflöten und den ganzen Tag El Condor Pasa spielen? Männer und Frauen sind wie Panflöten-Peruaner, die El Condor Pasa spielen? Das ist die Quintessenz des Abends? Dafür zahlen die Leute Rundfunkgebühren? Ja. Ich meine, überleg doch mal. Man sieht die doch immer sitzen in den Fußgängerzonen mit ihren Ponchos und ihren Panflöten und ihren lustigen bunten Mützen und denkt, ach, guck mal. So sind also die Leute in Peru. Aber das Verrückte ist, die gibt es gar nicht. Weder in Peru noch sonst irgendwo auf der Welt. Ach Quatsch, im Gegenteil. Wenn ein echter Peruaner diese Clowns sehen würde, würde der sich totlachen. Wie und Männer und Frauen gibt es auch nicht, oder was? Doch, natürlich gibt es uns, Männer und Frauen, aber eben nicht im Original, weißt du, sondern hier, als so mehr oder weniger geglückter Versuch. Oder als irgendwie skurril eskalierte Folklore. Ich meine, guck doch mal, der Typ da hinten da mit dem Schnauzbart. Siehst du, meinst du, er findet das wirklich schön, diese Nasenhaarverlängerung, die dann irgendwann so Haar in den Mund reinwächst? Quatsch, das hat er sich irgendwann mal abgeguckt bei Magnum in den 80ern und denkt, er kommt jetzt so als voll maskulin daher, wenn er dieses Ding da trägt. Oder guck doch mal, sieh hier vorne mit diesen, oh, boah, mit diesen mega 12 Zentimeter High Heels. Meinst du, die trägt die gern? Man, damit ein Mann solche Schuhe tragen kann, muss er vorher eine Ausbildung bei Zirkus Krone machen. Das ist voll anstrengend und nervt. Aber aus irgendwelchen Gründen glauben wir, dass wir nur wirklich feminin rüberkommen, wenn wir diese Kippeldinger anhaben. Du meinst also, wir denken uns alle zu dem, was wir sind? Ja, ganz genau. Weißt du, wir setzen lustige, bunte Mützen auf und pusten in Panflöten und tragen Schnauzbärte und High Heels, weil wir glauben, wir müssten das tun. Aber letzten Endes sind Männer und Frauen doch aus dem gleichen Stoff gemacht, aus dem auch Träume gemacht sind. Gut, auch Albträume, aber meistens Träume. Warum hören wir nicht einfach mal auf, irgendwelchen Erklärungen und Ratgebern hinterher zu rennen? Warum bleiben wir nicht einfach mal stehen und sehen uns an? Gegen Enert, bitte. Thank you.